Wer heute darüber forschen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält, der reist in das Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz. Hier, tief unter der Landschaft, ereignen sich wahrhaft unvorstellbare Dinge. Bis zu 175 Meter unter Tage versuchen Wissenschaftler, den kleinsten Teilchen auf die Spur zu kommen. Das CERN ist das größte Teilchenlabor der Welt. 20 europäische Länder tragen die internationale Institution. Rund 3000 Mitarbeiter und 6500 Gastwissenschaftler aus aller Welt bauen hier gewaltige Anlagen. Mit den gigantischen Experimenten suchen sie nach den kleinsten Bausteinen der Welt.